Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Step by Step. Erstmal muss ich mich entschuldigen, dass die letzte Folge nicht ganz pünktlich kam. Das lag nicht an mir, tatsächlich. Das lag an YouTube. Und das ist jetzt nicht mal eine Lüge, weil ich habe das eigentlich rechtzeitig hochgeladen. Dummerweise hatte das Video, also was heißt rechtzeitig, ne? Also normalerweise lade ich so 14 Uhr oder vielleicht sogar früher hoch, so vielleicht 1:30 oder so, dass es 15 Uhr fertig ist. Ich habe es 14:45 oder so hochgeladen. Also das ist schon mal meine Schuld. Aber er hat es nicht verarbeitet, das Video. Also ich weiß nicht, das hat ewig gedauert, bis er das Video verarbeitet hat. Und dann war es irgendwie schon 17 Uhr und das Video kam immer noch nicht. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt. Und es war immer noch am Verarbeiten. Und ich dachte mir, hä, was ist hier los? Und dann habe ich es nochmal hochgeladen. Und habe den Prozess damit auch wieder nach hinten geschoben und so. Und ja, deswegen kam es irgendwie kurz nach 18 Uhr oder so. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, zur Not, ihr könnt es ja immer am nächsten Tag angucken, das ist ja das Gute an YouTube, das ist nicht live, so wie, keine Ahnung, Livestreams oder so. Das heißt, ihr hättet ja eigentlich alle Zeit der Welt bis jetzt, das wieder anzugucken. In dem Fall ist es eigentlich wahrscheinlich nicht so schlimm, aber es ist natürlich trotzdem doof, dass das zu spät kam. Also dafür erstmal Entschuldigung. Die Folge heute sollte pünktlich sein, obwohl es gerade schon wieder ein paar Probleme gab, weil das Mikrofon wieder nicht umgestellt wurde, das heißt, ja, ich muss das jetzt zum zweiten Mal einsprechen. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt nochmal alles ungefähr so sage, wie ich es sage oder wie ich es gesagt habe beim letzten Mal, also vor 10 Minuten oder so. Das heißt, wir beschäftigen uns heute, damit habe ich angefangen, mit der Treppe vor allem und auch mit ein bisschen mit dem Wohnzimmer. In der nächsten Folge geht es dann los mit dem Badezimmer. Ich muss dazu auch sagen, dass das Wohnzimmer heute nicht fertig wird. Nicht annähernd. Es ist leider nur so, dass wir die Couch heute machen und den Treppenaufgang. Und das war's eigentlich. In der nächsten Folge kriegen wir aber das Bad fertig hin. Und mir gefällt das Bad mega gut. Also freut euch auf die nächste Folge. Das Bad ist zumindest für meine Verhältnisse. Ich will mich jetzt nicht selber loben. Vor allem nicht, was Badezimmer angeht. Aber das Bad ist für meine Verhältnisse eigentlich ganz cool geworden. Lag vielleicht auch daran, dass ich hier mal genug Platz hatte. An sich ist zwar immer noch nicht genug Platz, aber ich hatte ein bisschen mehr Platz als in anderen Badezimmern. Das heißt, ich hatte auch ein bisschen mehr Freiheit, irgendwas hinzustellen. Und ihr müsstet mich jetzt sehen, weil ich fummel ganz wild und dämlich mit den Armen rum. ja, das ist immer so, wenn ich rede, ich artikuliere so viel. Und wenn ich normal spiele mit Facecam, fällt das gar nicht so auf, weil ich muss ja an die Tastatur, an die Maus oder an den Controller. Da kann ich nicht so rumfuchteln, aber jetzt fuchtel ich rum wie so eine Furie. Also bestenfalls seht ihr mich jetzt, also bestenfalls seht ihr das niemals in eurem Leben, wie ich das mache. Genau. Deswegen klatsche ich übrigens auch so oft, wenn meine Arme immer in Bewegung und im Flow sind, wenn ich rede. So richtig behindert, aber ist schon okay. So, der Treppenaufgang war für mich eine wirklich krasse Schwierigkeit, weil ich habe das ja auch schon in der letzten Folge erwähnt. Treppen bauen oder allgemein Raumplanung ist nicht so mein Ding. Das ist jetzt, es ergibt sich bei mir halt immer und ich glaube, dass wenn man das vorher planen würde, das deutlich besser aussehen kann. Aber das Planen davon ist halt wirklich null mein Ding. Also für mich ist das immer so eine spontane Entwicklung. Und ich hoffe, dass es trotzdem hübsch ist, so wie es geworden ist. Ich hoffe einfach, dass man das so machen kann. Was ich gerade, das fällt mir jetzt gerade so auf, wenn ich den Raum von hier betrachte. Die Fenster in diesem Haus sind so gut gesetzt. Ohne Witz. Es ist wirklich fast jeder Raum hier mega gut beleuchtet, aber man hat auch noch genug freie Wand, um irgendwas anzubringen. Das ist wirklich, das ist ein bisschen, da muss ich mich jetzt mal selbst loben. Also jeder Raum hat irgendwie eine Beleuchtung, aber trotzdem noch genug freie Wand. Und darum, das finde ich gut. Das muss ich jetzt erstmal, da muss ich mich selbst loben. Jetzt geht es gleich wieder los mit normalem Gelaber. Aber man muss sich ja auch mal in jeder Folge loben. nein, also die Folgen, ich weiß nicht, wie viel wir noch machen werden. Ich denke, dass auf jeden Fall die letzten 3, 4 Folgen diese Feinschliff-Folgen werden, die ich ja schon erwähnt habe. Und da kommen dann so vor allem Sachen aus dem Debug. Also, ihr seht vielleicht unten, ne? Ich plane diese Treppe, das werdet ihr auch gleich sehen, in einem Aquarium hochgehen zu lassen. Und dann wäre es cool, wenn da Fische drin schwimmen würden, genauso wie im See. Und diese Sachen, die ich dafür brauche, ich hoffe, das klappt sowieso, aber wenn, dann würden diese Sachen aus dem Debug kommen. Und ja, das Debug-Menü, das werden wir dann in den letzten Folgen so im Feinschliff nochmal so völlig verwenden und einfach alles, was wir dann so uns vorstellen können, Fernbedienungen, Kopfhörer, Holzscheitel für die Kamine, Fische, I don't know, was es da alles so gibt. Das werden wir, glaube ich, dann in der Folge, dann in den letzten Feinschliff-Folgen machen. Oder natürlich noch so ein paar Dekorationen hinstellen, eventuell noch ein paar
Fußböden ändern oder was weiß ich. Wir müssen auch nochmal über Prestons Zimmer gehen. Zumindest möchte ich das Bettchen neu machen. Also ein bisschen besonderer. Also da kommen auf jeden Fall die Feinschliff-Folgen. Das wären 3 bis 5 Folgen. Weil ich glaube einfach, dass wir da auch viel zu tun haben. Hands down. Und ja, das werden wir in den Feinschliff-Folgen machen. Diese Folgen sind halt tatsächlich nur dafür da, dass man jetzt erstmal die Räume so plant, dass man die meisten Möbel hinstellt, dass man einfach wirklich weiß, so soll es aussehen und der letzte Feinschliff, ne, dafür haben wir immer noch Zeit. Genau. Was wollte ich sonst sagen? Ja, ich habe in der letzten Folge gefragt, ob ihr Resident Evil 7 sehen wollt, als Let's Play, während ich vor der Facecam, nicht vor der Facecam, doch vor der Facecam sitze und eine VR trage. Und es hat tatsächlich Leute geschrieben, dass sie sich das angucken würden. Und na, jetzt habt ihr es gesagt, jetzt müsst ihr es auch machen. Ne? Also nicht, dass ich das jetzt aufnehme oder habt ihr doch keine Lust. Nein, aber ihr seid jetzt verpflichtet, das zu gucken. Nee, Quatsch, aber ich habe überlegt, dass ich das vielleicht wirklich machen würde, wollte, I don't know. Und ich habe jetzt bald Ferien. Also ich habe diese Woche noch Unterricht, also ab Mittwoch, weil jetzt sind ja erstmal Pfingsten. Frohe Pfingsten übrigens. Ich wünsche euch einen schönen Pfingstsonntag und Pfingstmontag. Feiert schön. Wenn man da überhaupt feiert. Ich habe keine Ahnung, ob man Pfingsten an sich feiert, aber es ist ein Feiertag, also passt es ja doch wieder. Nein, aber genau, schönen Pfingsten. Und jetzt habe ich vergessen, ach genau. Und nach Pfingsten habe ich dann noch die halbe Woche und dann noch eine Woche Uni, Schule wollte ich schon sagen. Danach stehen 2 Prüfungen an, Latein und die SIP 1b. Wobei Latein auch eher, das müssen wir jetzt mal festhalten, das ist eigentlich eher ein Witz. Dazu muss ich sagen, ich hatte Latein in der Schule, nur hatten wir einen ziemlich schlechten Lehrer, weswegen ich von 1 auf 4 gerutscht bin. Also erst hatten wir eine Lehrerin, da war ich auf 1, dann hatten wir den Lehrer und da sind irgendwie alle schlechter geworden und ich bin immer auf 4 gerutscht. Dementsprechend haben dann alle Latein in der 10. Klasse abgewählt und ja, also lag es nicht nur an mir, der Lehrer war wirklich komplett durch. Ist ja aber auch egal. Jedenfalls dieser, da habe ich das halt abgewählt und dachte mir, ich mache es in der Uni nochmal, weil es kann ja nicht schaden. Und dachte, das interessiert mich, ne, medizinische Begriffe auf Latein, da gehe ich auf jeden Fall in die Vorlesung. Bin dann auch in die Vorlesung gegangen und habe nach der ersten Vorlesung gemerkt, dass es mich null interessiert. Und dann habe ich natürlich das nicht mehr gemacht, also bin ich nicht mehr hingegangen, aber ich bin trotzdem angeschrieben. Und ich habe mich jetzt auch nochmal für die Prüfung eingeschrieben, weil sollte ich die bestehen, kriege ich extra Punkte, die ich sowieso brauche. Ich brauche 15 extra Punkte und ich glaube für Latein kriegst du 3, wenn du das besuchst und nicht besuchen musstest. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Ja, wenn ich sie nicht bestehe, ist auch egal, aber sind wir mal echt, die Prüfung, die wird online sein. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Schule, ob ihr Online-Prüfungen auch schreiben dürftet oder in der Uni oder was weiß ich. Online-Prüfungen, das ist ganz ehrlich, das ist ein Witz. Das brauchen wir hier nicht weiter auszuführen. Das ist einfach der komplette Witz. Das ist, das glaube ich, nimmt niemand so richtig ernst. Weil ganz ehrlich, du kannst nebenbei spicken, du kannst dich mit anderen austauschen. Also ich sehe da eigentlich jetzt kein Problem, dass ich die Prüfung nicht bestehen würde und wenn nicht. Egal, ich meine, das hat ja für mich jetzt an sich nicht Konsequenzen, weil ich sie nicht bestehen muss. Es wäre halt nur schön, wenn ich sie noch bestehen würde, aber wenn nicht, Wurst. Ja, aber für die lerne ich jetzt halt auch nicht und dann diese 1b, ne, dafür muss ich jetzt natürlich lernen, aber ich meine, die ist in einem halben Monat oder so. Ne, in einem Monat, genau, tatsächlich, also am 22. Juni. Gut, wir haben jetzt den 23. Mai, das ist, ja, aber in dem Monat ist die Prüfung. Bis dahin habe ich noch genug Zeit, das zu lernen, also da sehe ich jetzt auch keine Probleme. Ja, und dann nach dem 22.06. sind Ferien angesagt für fast 4 Monate, also eigentlich 3 und ein bisschen. Ich freue mich, da habe ich genug Zeit aufzunehmen, da habe ich auch ein bisschen Zeit Resident Evil für euch zu spielen und ich hoffe, dass dann auch wirklich ein paar Leute zuschauen. Ich denke, es wird ganz interessant, weil ich bin ja, das merkt man ja jetzt nicht so ganz, aber ich bin ja auch wirklich ein Schisser, was solche Spiele angeht, vor allem im VR-Modus. Es wird die Katastrophe. Was dumm ist auch, ist, dass ich kriege vom VR-Modus ziemlich schnell Kopfschmerzen. Ich hoffe, das wird dann nicht so. Ansonsten nehme ich halt immer nur eine halbe Stunde auf. Aber ich habe wirklich, wirklich Respekt vor diesem Spiel in VR. Ich meine, ich habe schon durchgespielt. Ich weiß, wann Jumpscares kommen. Oder sollte ich zumindest, weil ich habe auch schon Let's Plays davon gesehen. Das heißt, ich habe mich auf alle erdenkliche Weise spoilern können, wie ich mich hätte spoilern können. Aber ich muss dazu halt einfach gestehen, der VR-Modus ist was komplett anderes. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine VR-Brille aufhattet. An sich, das ist schon an sich so ein richtig geiles Gefühl. Aber von Horrorspielen
du kriegst die Krise. Es ist wirklich, ui. Und das Spiel war so auch schon gruselig, also jetzt ohne VR war das gruselig genug. Ich freue mich wirklich nicht so sehr, das hier VR zu spielen. Also doch, klar, ich freue mich, ne? Es ist an sich auch eine geile Erfahrung, ne? VR und so. Aber es wird heftig. Ich glaube, es wird für mich mega heftig. Und ich hoffe, ihr guckt dann trotzdem zu und schaltet nicht nach 3 Sekunden ab, weil ich schreie, wie als würde ich abgepiekst werden, weil das ist wirklich heftig für mich. So, mal sehen. Genau, da habe ich Ferien, da kann ich aufnehmen. Das wird ganz lustig. Die Sommerferien wollte ich eigentlich auch eh dafür nutzen, noch ein bisschen mehr rauszugehen und meine Stadt zu erkunden, weil ich wohne jetzt ein Dreivierteljahr fast in Wien und ich war bisher nur 4-mal vielleicht in der Stadt aus Freizeitzwecken. Das ist schon ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Also der Sommer wird genutzt, um das zu machen, um das mal ein bisschen zu machen. Also es ist halt auch scheiße während Corona, ne? Du kannst halt nirgendwo hingehen, das ist ein bisschen so schade, aber mittlerweile macht er wieder langsam alles auf. Ich, Dummbrot, hätte ja auch vorgestern geimpft werden können, weil irgendwie wurde das für uns Medizinstudenten ermöglicht. Nur dachte ich, weil es halt in der Broschüre stand oder in dem Text, dass man seinen Impfausweis braucht und den habe ich leider nicht hier. Der ist noch in Deutschland und deswegen bin ich da nicht hingegangen. Aber im Nachhinein ist mir zugeteilt worden, dass man den hätte nicht gebraucht. Also das ärgert mich jetzt schon, weil jetzt sind alle Termine weg, natürlich. Ja, mal sehen, wann der nächste Termin wäre, wo ich das machen kann. Aber ich will das auch hinter mich bringen, ne? Das ist so... Ist auch so eine Sache, die langsam mal vorbei sein sollte. Dieses ständige Testen dann irgendwo hin muss, das nervt. Wobei man sagen muss, in Österreich muss man wirklich loben. Die waren ja da schon sehr fortschrittlich mit den Teststraßen. Die waren ja schon da, als, glaube ich, Deutschland noch gar nicht so davon geträumt hat. Aber sowieso, Deutschland und Gesundheitspolitik, ich weiß nicht. Auch die Rasterpsychologie, die jetzt eingeführt werden soll. Da bin ich wirklich, also das ist für mich einfach unverständlich. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so das Thema von einem Sims Let's Play. Ich glaube, das ist auch, was euch so wirklich wenig interessiert. Das nur jetzt mal so am Rande. Was wir im Hintergrund gemacht haben, das habt ihr jetzt schon wieder gesehen. Ich finde, das habe ich auch schon gesagt, ich finde es ein bisschen langweilig, wenn ich ständig über das im Hintergrund rede, weil, naja, ihr seht es ja eh und ich muss euch, glaube ich, nicht erklären, was da passiert. Ich glaube, ich habe keine Leute, die nicht sehen können im Let's Play oder die mir zuschauen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass ich erklären muss, was ich da tue. Aber manchmal mache ich es halt trotzdem. Aber jetzt fand ich es halt irgendwie eher unangebracht. Und jetzt erkläre ich kurz trotzdem, was ich tue. Die Couches, ne? Die Couches sind meiner Meinung nach, die sehen so mega bequem aus. Da haben jetzt nicht so viele Menschen Platz. Also du kannst jetzt hier nicht die mega krasse Party feiern, aber ich glaube... Mega krass Party feiern macht man sowieso nicht ins Zimmer. Dafür geht man in die anderen Möglichkeiten, die man hat. Wie zum Beispiel den Partykeller oder das Schwimmbad oder den Arcade Room oder den Bowling Room. Also wir haben ja so viele Möglichkeiten, Party zu feiern. Ich glaube, das macht man eher nicht in ins Zimmer. Und wenn doch, haben wir trotzdem, ich würde sagen, vielleicht 8 bis 10 Sims Platz. Das ist, glaube ich, ausreichend. Also naja, nein, eigentlich so an sich nicht. Ich glaube, wirklich effektiv Platz hätten... 8. 8 haben effektiv Platz. Vielleicht machen wir auch noch ein paar Sessel hin, dann haben wir mehr Platz. Aber ich denke, das klappt schon so. Also, ja, wie gesagt, ne, wenn wir hier Party feiern, dann eher im kleinen Raum. Also wenn Eden jetzt Freunde einlädt und ich glaube nicht, dass die jemals mehr als 10 Leute einladen wird, weil ganz ehrlich, das ist Sims, das ist nicht die Realität. So, aber völlig egal, ne? Das Zimmer, ich finde die Sofen oder was ist die Mehrzahl von Sofas? Ich finde die Sofas, ich glaube schon, oder? Ich finde die Sofas mega, sie sehen mega bequem aus, gibt's zu, oder? Das sieht schon, also, ich weiß nicht, also ich finde, das sieht an dieser Optik, an diesem, ich weiß nicht, wie man das nennt, an dieser Puff-Optik, ich weiß es nicht, aber diese mit diesen Dots so in der Mitte, diese Sitzpolster, ich finde, das sieht super edel aus. Mein Bett sieht auch so aus, ne? Und ich finde, das hat halt einfach, auch wenn es nicht an sich so hochwertig ist, macht es einfach eine mega hochwertige Optik, finde ich. Ihr werdet es vielleicht im Resident Evil Let's Play sehen, weil ich glaube, das werde ich nicht vom Schreibtisch ausspielen, sondern tatsächlich vom Bett aus. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch mein Schlafzimmer dann im Hintergrund sehen. Dementsprechend freut euch schon mal darauf und wahrscheinlich auch, dass die Katzen die ganze Zeit ins Bild springen. Aber ist ja egal, ne? Da habt ihr ein bisschen mehr zu gucken und könnt euch auch ein bisschen ablenken und auf die Facecam gucken, wenn euch das Spiel zu gruselig wird. Ich weiß ja auch nicht, wie viele von euch, die das anschauen werden, das Spiel schon kennen. Ich denke, sehr viele, weil es ist ja jetzt auch schon 4 Jahre draußen.
Und ganz ehrlich, ich glaube, die erste Anlaufstelle, wenn man Let's Plays guckt, ist Gronkh. Ist zumindest bei mir so. Das muss ich ja auch zugeben. Und ich habe auch schon mal gesagt, dass es für mich eigentlich eher sinnlos ist, Spiele, die sehr linear, also die in der Story immer sehr gleich sind, oder Adventures beispielsweise, selber zu spielen, weil die meisten gucken es eh bei Gronkh und doppelt gucken. Ich weiß nicht, das ist eher selten bei so Spielen, die nicht individuell sind. Wisst ihr, was ich meine? Also sowas wie Detroit oder interaktive Filme, die sind ja sehr individuell. Die kannst du dir dreimal angucken und es macht noch Spaß. Aber ich weiß nicht, bei so Sachen wie Resident Evil, wo du die Jumpscares schon kennst, da ist jetzt auch die Story jetzt nicht so umfassend, wo man sagt, da kann man so viel zu erzählen und so viel interpretieren und weiß ich nicht. Das ist halt immer so, weiß ich nicht, das ist halt immer so ein bisschen komisch, wenn ich es dann nochmal selber spielen möchte oder so, weil ich halt eben denke, das guckt sich eh niemand an, weil es gibt ja einen super Gronkh-Let's Play dazu. Genauso ging es mir übrigens mit den Deponia-Adventuren. Ich bin so ein großer Fan von Deponia oder allgemein den Daedalic-Adventures. Ich bin eigentlich an sich kein Adventure-Fan. Es ist nicht so meins, so diese Sachen zu kombinieren. Ich bin halt eher so der, ich laufe und springe und Kletter-Typ in Spielen. Aber die Deponia-Adventures oder die Daedalic-Adventures, die sind einfach super, weil die Story so lustig ist. Die sind lustig, die Story ist super und allen voran halt natürlich Deponia. Deswegen hatte ich es damals auch gespielt. Ich weiß nicht, wie alt ich war, 14 oder so. Mein Mikrofon hat übersteuert, das war schrecklich. Aber ich habe dann halt aufgehört, bei Deponia 2 damit weiterzuspielen, weil ich dachte, es guckt sich eh niemand an, weil es gibt ein Gronkh-Let's Play dazu. Und ganz ehrlich, das Gronkh-Let's Play ist legendär. Solltet ihr die Spiele nicht kennen, ich empfehle euch wirklich Deponia von ihm zu gucken. Es ist super. Nur dummerweise glaube ich halt nicht, dass meins annähernd so gut wäre. Deswegen habe ich das auch gleich gelassen, obwohl ich die Spiele super feiere. Und ich habe sie dann einfach privat gespielt auf der PlayStation und meine Platin geholt. In allen Spielen. Ich bin sowieso so ein kleiner, so eine kleine Platin-Bitch. Ich versuche immer Platin-Trophäen zu bekommen auf der PlayStation. Deswegen bin ich auch ein bisschen kontraproduktiv, was das Let's Play angeht. Ich möchte alles für die PlayStation kaufen, weil ich die Trophäen möchte. Ich kriege zwar nicht in einem eine Platin, das ist mir bewusst, aber ich möchte einfach Trophäen sammeln. Und dann hole ich mir das für die PlayStation. Aber PlayStation aufzunehmen, vor allem mit Facecam, ist 10-mal schwieriger als PC. Das muss ich dazu sagen, weil es einfach wirklich, es ist was anderes. Also möglicherweise brauchst du dafür eine Elgato. Das mache ich jetzt aber, glaube ich, so nicht in den nächsten, wenn ich Resident Evil aufnehme. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Aber grundsätzlich bräuchte man eigentlich eine Elgato und das müsste man so anschließen. Dann musst du dies machen und das machen und du musst dann mühselig zusammenschneiden. Das ist auch im PC alles nicht so. Deswegen will ich, denke ich, lieber, wenn es ums Aufnehmen geht, deutlich lieber am PC. Aber ich kaufe mir alle Spiele für PlayStation, weil ich ja die Trophäen möchte. Tja, wenn man so eine Trophäen-Bitch ist, ist das natürlich ein bisschen blöd. Aber naja. So. Jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte. So, im Hintergrund machen wir gerade Teppiche und gleich auch noch diese Ablagetische. Also, wie nennt man die? Couchtisch? Genau. Ich muss sagen, dass das in der nächsten Folge nicht mehr so aussehen wird, weil mir zwischendurch das Spiel abgeschmiert ist und ich dachte mir dann so, uff, lassen wir das, habe ich einfach im Hintergrund einfach nachgestellt dann. Das heißt, es wird nicht mehr eins zu eins so aussehen, aber die Sofen sehen ungefähr noch so aus. Also da braucht ihr keine Angst haben, dass das irgendwie anders aussieht dann. Ungefähr so wird es schon bleiben. Aber halt einfach nicht eins zu eins. Und nächste Folge ist sowieso das Bad erstmal dran. Und dann übernächste Folge hoffe ich, dass wir Edens unteren Raum fertig bekommen und über übernächste Folge dann den oberen Raum. Und dann werden wir nämlich fertig mit Edens Zimmer und alle jubeln, weil das Zimmer hat wirklich von allen bisher mit Abstand am längsten gedauert. Da kann man nichts anderes gegen sagen. Das ist wirklich Edens Zimmer gewesen, das so ewig gedauert hat. Aber wir sind ja, wir haben es ja geschafft, fast. Fast. Also, nee, fast auch noch nicht, aber zur Hälfte jetzt. Wir haben ihren Schlafbereich fertig, wir haben ihr Bad jetzt fertig, also jetzt noch nicht, aber nächste Folge. Wir haben ihren Ankleideraum fertig und ich denke, das wird. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich die Bar hinstellen möchte und wo ich das Klavier hinstellen möchte. Ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall, dass ein Flügel in Edens Zimmer steht. Zumindest glaube ich das. Vielleicht kommt auch doch lieber das Keyboard hin, ich weiß noch nicht. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil Eden halt irgendwie auch Klavier spielt, seit sie klein ist. Und ich denke, das macht dann halt irgendwie Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ich weiß nicht. Ja, in der nächsten Folge geht es weiter mit dem Bad, habe ich schon gesagt. Könnt ihr euch freuen, das sieht ganz cool aus, zumindest für meine Verhältnisse. Ich bin ja eigentlich so ein absoluter Anti-Bad-Mensch. Ich kann Bäder überhaupt nicht erstellen, das ist gar nicht meins. Das ist einfach für mich der absolute Graus, weil irgendwie sieht gefühlt jedes Bad gleich aus oder ich habe nicht genug Platz, um es schön zu gestalten.
Das habe ich ganz gut hingekriegt, aber seid gespannt auf die nächste Folge. Ich danke euch jetzt erstmal fürs Zusehen. Wir sind nämlich schon wieder am Ende angelangt und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn jetzt hier nicht so viel passiert ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge am Donnerstag. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, macht es gut. Ciao!